Meine lieben Freunde, hier ist Robert Götz Matuszewski am Sonntag mit einer Sondersendung. Bevor es losgeht, ich habe nämlich außerordentlich gute Nachrichten von der Melanie Amann vom Spiegel. Ist ja die Chefin da. Bevor es losgeht, eine kleine Information. In genau 14 Tagen sind Wahlen in Brandenburg. Ganz schlimm, da steht die Alternative für Deutschland auf Platz 1 laut Umfragen. Und der Herr Woidke, SPD, also der SED-Chef von der SED, nein, von der SPD hat gesagt, wenn er nicht Platz 1 kriegt, dann verschwindet er für immer. Ja, böse Zungen sagen. Ein guter Grund, die AfD zu wählen. Wenn ihr noch Argumente braucht, wenn ihr noch Motivation braucht, wenn ihr noch Zahlen, Fakten, Daten habt, über 1000 Zahlen, Fakten und Daten, findet ihr in Botschaft für Deutsche vierte Auflage, brandaktuell. Das Ding ist erst Ende März, Anfang April rausgekommen, auf den Markt, vierte Auflage. Da geht es um die deutsche Sprache, vor allen Dingen aber um Motivation für uns, ja. Es ist leider ein Buffer auf dem rechten Weg, ist, was irgendwie so ein bisschen gegen das Gendern ist, ja. Also wenn ihr im Bekannten, Verwandten oder Freundeskreis oder bei euren Kindern, Neffen, Enkeln und überhaupt noch ein paar Argumente braucht, für Deutschland. Hier findet ihr sie. Es ist schwer, es sind rund 460 Seiten, über 270 Zitate. Ach, stimmt doch gar nicht. Quatsch. Nein, es sind doch über 270 Zitate. Und da gibt es jetzt eine Aktion bis zur Wahl. Ist das Ganze, kommt zu euch kostenlos nach Hause. Portofrei. Ja, also nur Buch und dann Porto ist kostenlos. Ja, bestellen unter www.claudiusfarbig.de. Link hängt hier drunter. Auch Leseprobe. Ja. Wer schon mal ein Buch bei dem Herrn Farbig bestellt hat, hat auch heute Morgen um 7.30 Uhr eine E-Mail dazu bekommen. Also einfach mal den Sprung ins kalte Wasser wagen und sich motivieren lassen mit Botschaft für Deutschland. Jetzt geht's los. Jetzt reden wir über die Chefin vom Spiegel. Ja, die Amann, oder wie sie sich ausspricht, egal, ja. Also die hat jetzt folgendes Problem, ja, die hat wohl während der Pandemie, hat sie wohl ihre Mitarbeiterinnen ausspioniert, ja, so ein klein wenig, ja, da gab es nämlich Leute beim Spiegel, also welche, die, also anders als die Chefin und überhaupt, und die Regierung nämlich ein bisschen kritisch waren, die waren kritisch, ja, und da hat sich die Chefin gesagt, ja, also das geht gar nicht, die müssen wir ausspionieren, ja, das ist linkisch, linksstaatlich und zivilcouragelich, so kennen wir sie, sie war ja neulich auch in einer Talkshow, ja, da hat sich wieder das Who is Who der Systemlakaien zusammengefunden, unter anderem war der Herr Wickert da, der Uli. Uli, ja, dazu habe ich auch noch eine Historie gleich. So, und der Uli Wickert, sieht ein wenig verbraucht aus, ist aber nicht so, er war es schon immer. Der hat jedenfalls, was ist das für ein Satz, ist egal. Der Wickert hat gesagt, also bei ihm in Hamburg, da können Frauen bestimmte Straßen nicht mehr betreten, die haben Angst. Und hat aber gleich die Amann hier von Spiegel gesagt, kommen Sie denn darauf? Also, wie kommen Sie denn darauf? Also ich bin da noch nie bedrängt oder belästigt oder vergewaltigt worden, sinngemäß. Ja, böse Zungen sagen, naja, mal in den Spiegel geguckt, ja, aber egal. Und jedenfalls, der Herr Wickert hat gesagt, da ist das gefährlich, viele Frauen trauen sich da nicht hin. Und da hat sie gesagt, ja, wo sind denn Ihre empirischen Daten dazu? Das ist ja vom Hörensagen, ja, kann ja wohl nicht wahr sein, nein. Ja, also mit anderen Worten, wir leben sicher, wir leben im sichersten Deutschland aller Zeiten, ja. Und das hat die Spiegelchefin mal eindeutig klar gemacht, ja. Und der Wickert hat gesagt, und jetzt kommt der Knaller, Wickert hat wirklich gewickert. Der war ja mal Tagesthemenchef. Ja, der alte Mann und die Lüge. Der alte Mann und das GZ-finanzierte Fernsehen. Der hat gesagt, ja, also, da fühlen sich viele Frauen nicht sicher. Ja, die gehen da nicht hin. Ja, und das ist in meinem Bekanntenkreis auch so. Und ich habe einen normalen Bekanntenkreis. Keine AfD-Wähler. Hat er gesagt, der Wickert. Also, mit anderen Worten, der Wickert meint, ja, die Nichtwähler, also wer AfD nicht wählt, der ist normal. Und wer die AfD wählt, der ist neudeutsch anormal oder nicht normal. Böse Zungen sagen, Wickert, dein Bekanntenkreis, der ist normal, weil er nicht AfD wählt, ja, bedeutet, ja, sind das auch 68 verschiedene Geschlechter, ja. Und ganz böse Zungen sagen, die einzig Normalen in diesem Land sind die AfD-Politiker und Wähler, weil die sagen nämlich, es gibt nur zwei Geschlechter, Mann und Frau, ja, da fängt schon mal an. Und eine Regierung, ja, und Medienvertreter wie du Schmierlappen, sagen böse Zungen, ja, die nicht wissen, dass es nur zwei Geschlechter gibt, mit dem muss man sich über nichts anderes unterhalten, weil wenn sie diese Basics nicht verstanden haben, macht es auch gar keinen Sinn, über normal und anormal zu sprechen. Aber gut, okay. Böse Zungen. Das war jetzt nur so meine Information. Also die Spiegelchefin hat ihre eigenen Mitarbeiter so richtig schön ausspioniert während der Corona-Zeit. Und das gefällt uns gut. Ein Grund mehr, den Spiegel zu kaufen. Ja, denn wir sind hier links, linksstaatlich, linkisch und zivilcouragig und ausspionieren. Das ist ja nur zum Besten der Mitarbeiter, oder? Das ist doch nur zum Besten, ja. Ja, ganz böse Zungen sagen, der Gründer vom Spiegel, der dreht sich im Grab um. Ist egal, da drehen sich so einige im Grab. Franz Josef Strauß, Helmut Schmidt, irgendwie drehen sich alle. Egon Bahr, die drehen sich und drehen sich und drehen sich. Aber ein ganz wichtiges Zitat, der Mensch blickt in der Zeit zurück und sieht, sein Unglück war sein Glück. Eugen Roth. Ja, genau, ja, Eugen Roth, ja, habt ihr gehört, selbst Martina kennt das. Der Mensch blickt in der Zeit zurück und sieht, sein Unglück war sein Glück. Also,
Es sieht im Moment alles ganz fürchterlich aus, aber Freunde, wir bleiben standhaft, optimistisch, voller Tatkraft und wir halten zusammen. Punkt, aus Ende. Das Zitat habe ich übrigens hier auch aus Botschaft für Deutsche. Gönnt es euch, schenkt es vor allen Dingen euren Kindern und Enkelkindern und Neffen, euren Verwandten, damit die mal ein bisschen aufgebaut werden, wieder Motivation kriegen und vor allen Dingen begreifen, ja, wo es lang geht. Da steht es drin, wie gesagt, portofrei, Link hängt hier drunter, claudiusfarbig.de, auf Wunsch wird es auch signiert, das war der Werbeblock und vor allen Dingen ein Werbeblock auch für den Spiegel. Abonniert doch mal den Spiegel, Spiegel ist toll, oh, ja, das Denunziantenblatt, im positivsten Sinne, ja, wie war das nochmal, der größte Lump im ganzen Land ist und bleibt der Denunziant. In diesem Sinne, Freunde, wenn ihr gerade krank seid, werdet schnell wieder gesund. Und wir brauchen euch. Und deshalb brauchen wir euch gesund. Und unsere große Gemeinde schickt euch jetzt Sonntagsenergie, Kraft und viel Motivation, Motivation, Motivation. Ich hab euch lieb. So. Ich bin weg. Nein, ich bin noch da. Ich mache jetzt YouTube. Juhu.